Wie so häufig gibt es gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die erste Mal vorweg, ich bin sehr heiser, mir tut das Sprechen sehr weh, deshalb gibt es nur ein ganz kurzes Update am Nachmittag, aber ich will euch nicht ganz alleine lassen, deshalb hier meine Ideen dazu. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten gucken wir uns gleich bei den verschiedenen Märkten mal an. Der DAX hier hat eine, wie ich finde, nicht ganz unentscheidende Marke durchstoßen. Ihr seht das, dass wir hier heute ein bisschen runtergekommen sind und dabei haben wir das Zwischenhoch hier gerissen. Jetzt kann man sagen, naja gut, was regt er sich wegen so eines Zwischenhochs so sehr auf? Das ist doch nicht ganz so relevant. Naja, es ist nicht ganz so schön, denn das bedeutet, dass wir mit diesen Rücksetzern, die wir hier haben, wieder in die Überlappung reinkommen und das ist kein gutes Zeichen. Das lässt die Frage offen, ob es die Marktteilnehmer wirklich ernst meinen mit diesem bullischen Move oder ob sie nicht sagen, na, vorsichtig, das sehen wir noch eher als eine Korrektur. Also Sorge ist durchaus nicht unangemessen in Anbetracht dieser Bewegung, die wir hier haben. Gute Nachrichten gibt es allerdings indexseitig. Entschuldigung für den komischen Ton heute jetzt. Gute Nachrichten gibt es eigentlich eher von den amerikanischen Indizes. Wie das denn? Der Kurs geht doch steil runter, aber er geht interessanterweise, wenn er schon steil runter geht, jetzt auch wieder steil hoch. Und das ist beim Dow Jones gar nicht so das Spannende. Aber der S&P, für all diejenigen, die nachmittags gerne aktiv sein wollen, ist die letzte Bewegung, zumindest mal ein steiler Anstieg, wackelig nach unten, würde für all die Schwärmer, die jetzt nachmittags mal aktiv werden wollen, eher die Long-Seite nach oben bringen. Also, das hier ist etwas, was sehr, sehr stark dynamisch aussieht. Wann immer wir in den nächsten Minuten oder Stunden mal irgendwas Korrektives nach unten bekommen, hätten wir eine Chance, vorläufig zumindest mal einen Nachmittags-Zwischentrade zu machen. Übergeordnet bin ich da noch nicht so ganz einig. Es ist durchaus denkbar, dass wir hier noch voll in der Korrektur drin sind oder erst noch mal weiterlaufen. Da die Bewegung nach oben aber auch noch ähnlich, wenig überzeugend ist wie meine Stimme aktuell, würde ich sagen, da nochmal vorsichtig sein. Der Fokus also dessen, was ich als gute Nachricht hier angebe für all die Intraday-Trader, die jetzt wirklich nach einer kleinen, schnellen Nummer suchen, wenn man das so will, die Bewegung stark nach oben, das ist wunderschön, wackelig nach unten, wäre eine tolle Einladung für Anstiege im Nachgang, wenn wir diese ABC oder wackelige Geschichte da in der Mitte, wenn wir die dann durchstoßen, dass wir das, was wir vorne haben, da hinten nochmal bekommen. Ob dieser Rücksetzer sofort passiert oder ob der Kurs erst noch ein bisschen weiter steigt, das müsstet ihr selber beobachten. Denkt immer dran, so ein Rücksetzer, wenn er gute Größe haben sollte, sollte er eigentlich da bis da und dann in diesen Bereich in etwa wieder reinfallen. Viele von euch erinnern sich, dass ich das ganz häufig schon mal gesagt habe. Das Gleiche gilt allerdings fürs große Bild durchaus auch. Deshalb die Chance eben tatsächlich, dass die letzte Entscheidung da noch nicht gefällt ist. Also noch nicht super überzeugt sein von der Long-Seite, sondern das wirklich als ein kurzes Zwischenangebot wahrnehmen, sofern der Markt uns das da anbietet. Also durchwachsene Nachrichten und keine gute Stimme. Tut mir sehr, sehr leid, aber ich wollte euch nicht ganz alleine lassen. Deshalb zumindest mal ein kurzes Update am Nachmittag zu den aktuellen Indizes. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.